Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Immer noch mit Virtual Reality unterwegs. Und heute schauen wir uns den OZMT-10 an, die Ult-Variante. Und das hier in so einem schön knalligen Rot. Ein Produkt von Karadamir, der hier eine riesen Familie zusammenbaut für unseren Lotus-Simulator. Und eine kleine Weltneuheit halt für mich halt. Denn tatsächlich bin ich die OZMT noch nie in Virtual Reality gefahren. Also von daher für mich auch heute so ein kleines Highlight. Ja, was gibt's hier zu sagen? Das ist ein Riesenpaket. Insgesamt um die 800 MB. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich hatte ich jetzt zu meiner aktuellen Zeit, wo ich das Ganze jetzt hier aufnehme, ein paar Probleme gehabt. Denn die OZMT 10 und die 15 wollten bei mir leider irgendwie nicht richtig in den Lotus-Simulator reinladen und haben damit ein bisschen meinen Lotus zum Crashen gebracht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt vielleicht an dem VR-Modus lag oder ob das Ganze jetzt vielleicht jetzt so durch die letzten Updates irgendwas passiert ist. Aber die OZMT 10 Ult hier, die funktioniert, und das wollen wir uns, wie gesagt, heute mal anschauen. Zu finden findet ihr das Ganze hier im Steam Workshop. Natürlich könnt ihr euch runterladen, ist absolut kostenlos. So, ist mein Mikrofon noch da? Mein Mikrofon ist noch da. Und was hier noch ist, es gibt keinen Ton. Das ist ein bisschen schade. Das ist mir jetzt aber auch in den ersten aufgefallen, wo ich meine kleine Testrunde gedreht habe. So, wollen wir uns mal hier kurz mal ins Cockpit, also nicht ins Cockpit, sondern in den Fahrgastraum hier reinsetzen. Das Ganze, wie gesagt, mit Virtual Reality, und hier muss ich sagen, das ist ein nettes Feeling, wenn man hier so drin sitzt, ne, so als Fahrgast oder sowas, ne, fühlt sich das Ganze schon extrem gut an. Dabei handelt es sich hierbei ja um ein fiktives Produkt, ja, also das ist keine reale Straßenbahn. Also das Ganze ist, wie gesagt, rein fiktiv. Aber hier muss ich sagen, das hat er extrem gut umgesetzt. Tja. Ich erinnere mich immer noch gerne an das erste Modell, was damals 2018 erschienen ist. Waren wir alle gehypt gewesen, und dann kam das raus. Und das hat sich einfach so unglaublich viel verändert. Das ist einfach so unglaublich. Das ist unglaublich. Setzen wir uns mal hier rein. Ich muss mich allerdings nochmal neu justieren, denn irgendwie, ja, ist das Ganze jetzt nicht so richtig. So, ich hoffe, ich kriege das heute noch gestartet hier alles. Das dürfte nochmal ein bisschen interessant werden. Eigentlich ist es nicht so schwer. So, erstmal Schlüssel rein. Schlüssel drin. So, Richtungswende. Ich glaube, vorwärts. So, schauen wir mal. So, machen wir ein bisschen noch raus hier. So, dann brauchen wir jetzt Oberleitung. Zack, ist da. Okay, und jetzt brauchen wir noch Elektrik. Sollte da sein. Und ja, wir fahren aber rückwärts. Also muss das Ganze hier so rum. Und jetzt, genau. Eigentlich bin ich der Meinung gewesen, dass hier mal ein Ton da war, tatsächlich. Weiß ich jetzt nicht. Der Lotus macht gerade hier sowieso gerade. Naja, ihr wisst es manchmal selber, wie es denn ist. Ne, so seine 3-4 Macken. Aber ich sehe gerade, die Displays, die funktionierten gerade gar nicht, ne? Das hat mir ja vorhin auch schon. Ja, das ist natürlich die Ult-Variante, ne? Ja, ich denke mal, damit kommen wir heute zurecht. Denn das ist es nämlich, ne? Die neuere Version, da funktionierte das, glaube ich, alles schon. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen crazy, warum das jetzt nicht so wollte, wie ich das wollte. Zumal die anderen Straßenbahnen ja auch funktionierten. Außer jetzt, wie gesagt, der T4D, der hatte ja da so ein paar Tonprobleme gehabt. Aber sonst konnte ich halt alles machen mit dem. Das war halt natürlich schon ein bisschen schade. So. Bremsen. Und Türen auf. Nee, warte mal, Türen war hier auf. Hier war Türen auf. So. Zip. Ja. Da haben wir es also. Das ist ein schönes Fahrzeug eigentlich. Niederflurstraßenbahn, ne?
meine, irgendein Vorbild wird das Ganze schon haben. Nee, das hat er gar nicht, war so eine Fis-Anzeige. Hier ist es wahrscheinlich, war, aber kann man nichts eingeben, nee. Stößt du dir auch bestimmt den Kopf. Plasser und teurer. Plasser und teurer, alles klar. So, denn zu damit. Gut, blinken. Geht auch schon. Und Licht, bitte. So, nächster Halt, Kirschbaumallee. So, was soll meine Maus jetzt schon wieder hin? Ja. Ach, immer dieses Mausgesuch. So, dann machen wir mal hier rum. Ja, damit haben wir denn erstmal soweit all unsere Videos mit den Straßenbahnen. Also auf jeden Fall die, die schon einen relativ weiten Fortschritt haben. Ne? Also mir bringt es natürlich nichts, wenn ich jetzt hier eine Straßenbahn zeige, wo es noch nicht mal so ein anständiges Dashboard gibt. Ne? Also deswegen zeige ich jetzt auch nicht meine T24, weil die ist halt einfach noch nicht so weit. Ja, macht natürlich Sinn. So, und Türen auf. Schon cool, ne? Also, es ist schon cool. Dann, zu damit. Weiter geht's. Und schon Maximalspeed. Oder auch schon maximal Bremsung. So, naja, hier können wir auch kurz anhalten. Okay. Jetzt macht das auf. So. Ampel zeigt eh rot, können wir ein bisschen länger warten. Und dann passt das. Ja, also das ist wie gesagt mit Virtual Reality. Die Spiegel sind, glaube ich, nicht ganz perfekt. Die sind ein bisschen weit weg. Ich muss mich ja richtig hier zur Seite legen, ja, damit ich den Spiegel sehe. Das macht natürlich keinen Sinn. So, jetzt kommt die Haltestelle Kurve. So, haben wir maximal Speed hier. Blinken und Bremsen wieder. Und da haben wir die Haltestelle Kurve. Und damit die Türen auf. So. Ja, also gibt es natürlich auch nichts zu beanstanden. Es ist natürlich schade, dass es, wie gesagt, jetzt das ältere Modell ist, was jetzt funktioniert. Sobald ich das hinbekommen habe, dass da auch dann das neuere Modell funktioniert, denn wenn wir uns die bestimmt auch nochmal in VR anschauen. Aber soweit sollte das hier erstmal reichen, das Ganze hier in VR zu sehen. Wie gesagt, ich selbst vorher noch nie getestet. Finde das schon ziemlich cool gemacht, weil sie wirkt halt sehr realistisch. Ist zwar viel mit Touch hier, was wir hier haben, aber das ist doch eigentlich komplett in Ordnung. So, jetzt muss ich wieder aufpassen.
So, guck mal. Ach nee, jetzt liegt sie richtig. Jetzt liegt sie richtig. So, und hier sind wir an unserer Endhaltestelle. Oh, bremst doch einfach. Oh Gott, das wäre. Naja, fahren wir gleich zur Betriebshaltestelle. Was soll's. So, und dann geht's hier rum. Und ja, ab in den Wendekreis mit uns. Haben wir das auch mal gesehen, weil ich weiß gar nicht, sind wir hier schon mal jemals hingefahren, hier hinten in die Wendeschleife rein? Kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, ne? Das ist ein. Jo. Ja, Diorama ist eine kleine, feine Karte. Zum Testen und sowas alles reicht das dicke aus hier. Aber sowas mache ich auch mal. So eine kleine Testkarte einfach nur und dann fertig. Passt das schon. Ja, aber was soll ich sagen, Leute? Das war's dann schon wieder von uns. Ja, mehr gibt's hier an der Stelle aktuell erstmal nicht zu sagen. Also wie gesagt, auch hier fährt sich sehr angenehm, ja, mit Virtual Reality. Gibt es jetzt eigentlich nicht zu beanstanden, auch die Performance halt, da hat es jetzt natürlich nicht so runtergerissen. Aber wie gesagt, wir reden hier von der Karte Diorama. Ich glaube, VR kannst du halt wirklich nur auf kleinen Karten einsetzen, so sind diese Massen-Riesenkarten oder sowas. Da denke ich mal, wird das schon eine ganz andere, ja, wird es auf jeden Fall ganz anders aussehen. Ja, sonst gibt es hier an der Stelle erstmal nichts zu sagen. Wie gesagt, sobald ich das hinbekommen habe, dass die neueren Modelle hier funktionieren, dann werden wir da bestimmt nochmal ein VR-Video abdrehen. Aber so für die nächste Zeit soll es erstmal wieder reichen, so was so VR angeht. Denn auch für mich ist es tatsächlich immer ein bisschen anstrengend hier, wenn du hier mal ein bisschen was aufnehmen möchtest, sowas, so eine Stunde oder sowas, merkst du es halt danach schon sehr, dass da was im Kopf dann nicht gerade ganz richtig ist. Aber nun gut, das soll euch jetzt nicht stören. Wie gesagt, die Folge ist jetzt abgedreht hier und damit, ja, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, freue ich mich drüber. Und sonst, Leute, sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Lotus-Video hier wieder auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.